Ja, hallo. Rockhard Nummer 351. Draußen ist Hochsommer, die Laptops glühen, wir schwitzen, aber es ist wieder eine neue Ausgabe fertig geworden und diesmal haben wir die Bluespills auf dem Cover oder wie Boris Kaiser sich ausdrückte, Schnuckelchen. Ich weiß nicht, ob Elin Larsson das jetzt toll findet. Was aber auf jeden Fall toll ist, ist die CD, die wir mit dem Heft beilegen. Unter anderem sind hier zwei neue Songs zu hören und auch ein rarer Track von der Bliss EP und fünf Live-Songs vom Rockhard Festival 2014, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, weil die Band da aufgespielt hat wie eine Horde Büffel oder keine Ahnung, wie man das ausdrückt. Es passiert auf jeden Fall eine ganze Menge da musikalisch und ich denke, wenn ihr echte Rockfans seid, solltet ihr euch das unbedingt mal anhören. Die Bluesbills sind also das bestimmende Thema dieses Heftes und wir haben uns auch mit der Band ausführlich auseinandergesetzt, haben die zweimal getroffen, haben mit allen Bandmitgliedern geredet und können sagen, super sympathische Leute. Die Platte wird möglicherweise Top 3 in Deutschland, man weiß es nicht so genau. Und Wahnsinnsthema. Von dem Debütalbum wurden allein 100.000 Alben verkauft, jeder redet von der Band. Man soll sich vielleicht von der neuen Single nicht allzu sehr ins Boxhorn jagen lassen. Die Platte ist sehr, sehr interessant und live sind die Bluespills eh eine Macht. Das sind auch Kiss, die Jan interviewt hatte. Gespräche zwischen Jan und Gene Simmons, immer interessant. Ein ganz anderes Thema ist die Story Phänomen linker Black Metal, linker in Anführungsstrichen. Weil die Story von Andreas Schiffmann sich natürlich nicht unbedingt nur mit politischen Inhalten beschäftigt und auch nicht nur mit Black Metal, sondern mit harter Untergrundmusik, die eben inhaltlich anders verpackt ist und wo die Mitglieder auch keine Angst haben, Stellung zu beziehen. Ist sehr interessant, wie ich finde. Genauso habe ich mich gefreut über die Geschichte von Matthias Mahder zu den Tigers of Pantheng, Spellbound von 1981, eins meiner absoluten New Wave of British Heavy Metal Lieblingsalben. Jetzt weiß ich endlich mal, wie es entstanden ist. Jan Jedicke hat sich noch mit Harley Flanagan in New York getroffen und hat vier Seiten mitgebracht. Ich meine, Harley Flanagan von Chromex ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, glaube ich. Und das weiß jeder, der regelmäßig Rockhard liest. Und hat jetzt so eine Art Biografie veröffentlicht. Und in dem Gespräch geht es ganz gut hin und her. Absolut lesenswert. Ebenso ein bisschen weg von den üblichen Musikthemen zum neuen Album, bla bla bla. Im Heft ist die Rainbow Bar and Grill Story von Felix Mescoli. Da geht es um die Stammkneipe von Lemmy Kilmister und was passiert, wenn der Mann nicht mehr am einarmigen Banditen sitzt. Es ist ein ganz interessantes Interview mit dem Besitzer, den man jetzt hier auch mal im Bild sieht. Und der Laden hat eine echt interessante Geschichte hinter sich und Felix greift das so ein bisschen auf in dem Interview. Jürgen Schammler war mit Loudness auf Tour. Loudness auch alte Helden aus den ersten Rockhard-Jahren, die mal wieder eine vollständige Europatour gespielt haben. Jürgen ist mitgefahren und Loudness sehen auch ganz anders aus, als sie früher aussehen. Klar, alles 30 Jahre später. Habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber tun. Wir haben ein Artwork-Special gemacht mit dem Zeichner Alexander von Wieding, das ist jemand, der im Untergrund sehr gute Sachen veröffentlicht hat. Ja, und kommen wir auch, da sind wir auch schon bei der Richterskala. Ja, ein souveräner Sieg für die Bluespills. Ich bin gespannt, wie euch die Platte gefällt. Das wusste man auch nicht so ganz genau von Ritchie Blackmore. Es gab ja Leute, die haben sich gefragt, ob der wirklich auftritt. Er ist aufgetreten. Jörg Staude war da und es war wohl auch gar nicht so übel.
Das Interessante an solchen Events ist ja, dass da Fans aus der ganzen Welt anreisen. Und ja, ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich nicht dabei war, aber tja, man kann nicht überall sein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Rocker 351 und bis bald. Tschüss.